Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde F1 2019 und wir sind hier in Barcelona beim Qualifying. Ein hektisches Training im Kampf um die besten Rundenzeiten beginnen werden. Uiuiui. Gucken wir mal, was es gibt. In den letzten Jahren gab es hier wird noch fleißig geschraubt an meinem Auto. Ist doch meins, oder? Hinderlich für die Rennen, für andere war es schon immer ein Teil des Sports. Werden wir Fahrer erleben, die hier ihre Reifen schonen oder werfen sie jegliche Vorsicht über Bord und machen sich erst Gedanken, wenn der Verschleiß tatsächlich zum Problem wird? Man braucht ein ausbalanciertes Fahrzeug, da es fast überall auf die Probe gestellt wird. Viel Mühe sollte in die Vorbereitung der Balance gesteckt werden und nicht nur in einem bestimmten Bereich. Allerdings kann auch der Reifenverschleiß zum Problem werden. Wenn die Reifen nicht durchhalten, ist es egal, wie schnell man ist. Das stimmt wohl. Aber wenn die Reifen durchhalten, ne, dann ist alles tutti. So, wir fahren direkt mal raus, würde ich sagen. Gucken wir mal, was das gibt. Vor mir ein Red Bull unterwegs. Und hinter mir, glaube ich, Mercedes, oder? Oh ja, ja, in der Flügelzange hier auf jeden Fall. So. Gucken wir mal, wo wir landen. Sergio Perez erstmal schnell zur Runde. Mit einer 1,26er Zeit. Butler übertreibt direkt und Fette sowieso. Jetzt scheint auch noch die Sonne so hässlich auf dem Punkt. Eieiei. So, gucken wir mal, wo wir uns einreihen. Auf 6. Hinter allen. Lewis Hamilton übertreibt direkt wieder. Wie werde ich eher schlecht als besser mit denen? Reifen hier gerade. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Na, ist das schön, mehr brauche ich noch nicht. Blöd, würde ich sagen. Besonders blöd, wenn man dann so was macht. Ah, okay. Trainieren wir mal die Boxeneinfahrt. Okay, ist relativ easy. Brauchen wir nicht trainieren. Das kriege ich auch so hin. Neue Reifen. Autoeinstellung. 5 Kilo nur. Gucken wir mal, ob das was bringt. Neue Reifen hatte ich, oder? Ich glaube ja.
Was mache ich da? So, gucken wir jetzt nochmal. Die Sonne nervt schon so ein bisschen, ne? Neunzehnter wäre ich gerade. Ist natürlich nicht so das Geilste jetzt. Vor allem da, glaube ich, 17. unser Ziel mal ist, oder? Fuck, da muss ich nochmal neu ansetzen. Ab hier würde ich sagen. Immer 17. Aber das ist noch nicht gut genug. Gucken wir mal, ob wir mit den Einstellungen noch eine Runde hinkriegen. Ich glaube fast nicht, aber versuch mal klug. Wenn jetzt nicht irgendwie ein halbes Wunder passiert, kriege ich vielleicht eine hin, aber schlecht. Na komm, gehen wir in die Garage und machen dann lieber noch eine mit frischem Benzin und frischen Reifen vor allem. So, gucken wir mal. Wobei ich Spanien jetzt eh ein bisschen kritisch sehe, muss ich ehrlich sagen. Wird es hier irgendwie verkacken, glaube ich. Wegen dieser einen Kurve hier. Ich hasse die. Die rutscht man so oft über den Curb, ne? Unfassbar. So. Spielt sich hier nur im hundertste Bereich ab, ne? Wie schnell man ist. Oder wie viel schneller man ist. Oder wie viel langsamer, aber immerhin, schneller oder langsamer. Schneller ist natürlich die Idealsache. Fast 13. jetzt gleich, wenn es gut läuft.
15. Ich fahre noch die Runde. Bringt nichts, schade. Schade, schade. Wie lange geht denn das hier noch? Ein paar Sekunden, oder? Oh, schon noch ein bisschen. Irgendwas wollte ich gerade machen. Kann man nicht irgendwo hier Zeit beschleunigen? Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal. Wo bin ich gelandet? Unsere Top 15 oder was? Bottas und Lewis 16. Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Start. Okay, okay, 16, Freunde. Wir gucken mal kurz, ob noch was kommt. Puh, Punkte kriegen wir noch, ne? Vielleicht können wir dann noch was forschen für nächstes Rennen an. Damit das dann vielleicht mal fällig ist. Boah, wie nervig, ne? Gegen beide einen Punkt verloren. Schade. Ach, das reicht never für irgendwas. 157 Punkte. Aber der Ruf ist teilweise noch ein bisschen gestiegen. Von daher... Ich erwarte natürlich eine bessere Session. Aber so etwas ja, halt's mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Ja, schauen wir mal, was im Rennen passiert, Freunde. Das sehen wir dann aber erst morgen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, Kakao mit V.